Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu einer neuen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta-wagnu.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Ja, hallo, schönen guten Tag, ich freue mich. Ich freue mich auch, vor allem wenn Sie mir sagen, wo es denn heute hingeht. Ja, heute wollen wir mal wieder auf eine sehr, sehr schöne Insel auf Sardinien uns tummeln. Genau gesagt, gehen wir nach Cagliari in die Hauptstadt der schönen Insel, denn die hat so viel zu bieten, dass wir uns da durchaus einige Tage aufhalten können, bevor wir dann vielleicht eine kleine Rundreise machen. Wo liegt denn Cagliari? In der Mitte der Insel oder an der Küste? Direkt im Süden, ganz, ganz im Süden, direkt am Meer. Einfach traumhaft. Klingt ja toll. Ist auch schön. Also hinkommen tut man mit dem Auto jetzt trockenen Reifens nicht. Da müsste man dann die Fähre nehmen. Aber Genau. mit dem Flugzeug ist das, denke ich mal, kein Problem. So ist es. Also mit der Fähre ist es natürlich ein Erlebnis. Nur dann muss man natürlich auch ein paar Tage einkalkulieren. Sie müssen immer davon ausgehen, also Sie müssen erstmal sehr, sehr zeitig an der Fähre sein, damit Sie sie nicht verpassen, weil auf dem Weg von Frankfurt nach wo auch immer man dann hinfährt, Genua zum Beispiel oder auch irgendwie eine toskanische Stadt, eine toskanische Küstenstadt, man muss immer davon ausgehen, dass auf einer Strecke von 1000, 1200 Kilometern irgendwas passiert, also sehr zeitig losfahren. Das kostet natürlich dann sehr viel Zeit. Und dann die Überfahrt ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, aber es ist natürlich auch ein Erlebnis. Genau. Muss ja nicht immer alles hopp, hopp, hopp gehen. Man kann ja auch ein bisschen entspannt reisen. Aber Genau. wie man auch immer hinkommt, mit dem Flugzeug, mit dem Auto, was erwartet uns denn in Cagliari? Also vorausgesetzt oder gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt geflogen, dann kommen wir dort an und da haben wir dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen am Flughafen ein Mietauto. Hat den Vorteil, dass wir ein bisschen flexibler sind und können dann vielleicht auch, wenn wir 3 Tage in Cagliari verbracht haben, nochmal so kleine Ausflüge in die nähere Umgebung machen. Wollen wir aber wirklich nur eine Städtereise machen und in Cagliari bleiben, dann empfiehlt sich, diese Zugverbindung zu nehmen, die wirklich nur zwischen dem Flughafen und einer Station in Cagliari hin und her fährt. Total stressfrei. 1,80 € pro Person. Ich habe es gerade im Juni diesen Jahres ausprobiert, war total begeistert. Und wenn man dann auch noch ein Hotel hat, das in der Nähe von dieser Station liegt, vom Bahnhof liegt, kann man fast schon mit seinem Rollkoffer dorthin laufen und kann dann bei der Gelegenheit natürlich auch einen Blick auf den Hafen werfen und begibt sich dann einfach so ein bisschen Richtung Zentrum Richtung Altstadt, da wo wir und dann unser Hotel vorfinden, sofern wir denn eins gebucht haben. Ist denn Cagliari noch historisch erhalten oder gab es da in den letzten 100, 150 Jahren viele Neubauten, die den Altstadtcharakter ein bisschen beeinträchtigen? Kann man so nicht sagen. Wir haben also wirklich eine ganz, ganz tolle Altstadt, sehr gut intakt, ganz, ganz tolle, also für diese Größe der Stadt haben wir unheimlich viele Sehenswürdigkeiten. Das würde man vielleicht gar nicht vermuten. Aber Cagliari ist so reich an Kirchen. Ich meine, das ist halt in Italien fast überall. Also in allen größeren Städten haben sie fast eine Kirche neben der anderen. Jede Gemeinde hat ihre eigene Kirche. Aber in Cagliari, für diese Größe der Stadt haben sie dort wirklich eine gigantische Menge an Sehenswürdigkeiten, an historischen Gebäuden. Was schätzen Sie denn? Ich weiß es offen gestanden nicht, da bin ich zu schlecht vorbereitet, wie viel Einwohner Cagliari hat. Cagliari hat ungefähr 155.000 Einwohner. Also ist von der Einwohnerzahl her kleiner als Ulm und die Altstadt von Ulm, die Innenstadt von Ulm ist ja sehr gut zu Fuß zu erreichen. Also so ähnlich ist es dann auch in Cagliari. Also man kann wirklich alles sehr gut zu Fuß erledigen. Und wie gesagt, ganz, ganz tolle Gebäude, ganz tolle, ja, alte Paläste. Wir haben zum Beispiel, das ist quasi der Eingang zur Altstadt, den Elefantenturm mit einem ganz, ganz tollen, ja, mit einer tollen Aussichtsplattform. Da hat man einen
wirklich super, super tollen Ausblick auf die Stadt, kann aufs Meer schauen. Ja, und dann macht man halt so einen kleinen Bummel durch die Altstadt, geht dann die eine Straße runter an der Universitätsbibliothek vorbei. Dann kommt man an einen riesengroßen Platz. Da stehen dann auch schon etliche Sehenswürdigkeiten, alte Gebäude. Ein unterirdisches Museum ist zum Beispiel auf diesem einen Platz. Also wirklich unglaublich vielseitig und einfach nur gigantisch, was dort auf einen wartet. Ist denn Cagliari eine von Touristen überlaufene Stadt oder kann man sich da, wenn man hinfährt und ein paar Tage dort verbringt, noch relativ frei bewegen? Also ich war ja nun mitten im Sommer dort, Ende Juni, und ich fand es jetzt überhaupt nicht touristisch überlaufen. Die Stadt war voll, die Stadt ist quirlig. Es ist also eine unheimlich pulsierende Kleinstadt. Wir haben hier eben auch sehr, sehr viele Kulturen, die ihre Heimat in Cagliari gefunden haben. Und so ist das wirklich ein Pulsieren dort. Und sie haben dann die Vespas, die da rumfahren, junge Leute, die sich treffen, die sich in einer Bar auf ein Aperitivo treffen. Und also es sind wirklich sehr, sehr viele Einheimische dort, die auch ihre Stadt lieben und in ihrer Stadt richtig gerne leben. Ich bin schon einige Male in Italien gewesen und habe festgestellt, es gibt bei der Hotelqualität, selbst wenn man also bestimmte Sternezahl immer einhält, doch große Unterschiede. Es gibt zum Teil einen ziemlichen Renovationsstau, Investitionsstau und dann gibt es wieder Hotels, die sind super toll, ja, in der gleichen Preisklasse, in der gleichen Sterneklasse. Wie ist denn das in Cagliari? Gibt es da moderne Kästen oder gibt es alte, inhabergeführte Hotels mit ein bisschen abbröckelndem Charme oder wie bettet man sich dort? Also, es ist natürlich total unterschiedlich. Ich hatte jetzt ein Hotel in der Altstadt. Es war in einem alten Gebäude, ganz klar, aber innen drin alles wirklich modern. Es war alles sehr freundlich, sehr sauber. Das Personal war sehr, sehr freundlich. Also wir haben es dort sehr, sehr gut aushalten können und haben auch wirklich, es hat uns an nichts gefehlt. Es gibt dort Besprechungsräume. Man hat ganz oben hat man einen riesengroßen Meetingraum mit einer Terrasse, wo dann eben auch, als ich dort war, die B2B-Gespräche mit den verschiedenen Produzenten stattgefunden haben. Wenn wir uns dann auf die Terrasse begeben haben, dann haben wir halt wirklich richtig in die Altstadt reingeschaut und haben dann diese alten Gebäude gesehen. Und es war wirklich sehr schön anzusehen, wie gut erhalten das doch zum größten Teil ist. Und auch diese Dachterrassen, man lebt halt wirklich gerne draußen, weil das Wetter, das Klima es ganz einfach auch zulässt. Und deswegen gibt es natürlich auch ganz viele Dachterrassen. Und es ist einfach nur allerliebst, ja. Allerliebst, Frau Hesemeyer, wäre es ja auch, wenn Sie uns ein bisschen was über die Küche in Cagliari verraten würden. Ja, wir haben, ja, Cagliari ist ja nicht nur Cagliari, sondern Sardinien. Und da haben wir natürlich dann auch arabische Einflüsse, sind also wirklich schöne Gewürze dort, die wir antreffen. Und was ganz, ganz typisch für Sardinien ist, das kennen Sie oder lernen Sie auch in keiner anderen italienischen Region so kennen, das ist eine ganz bestimmte Füllung bei Pasta. Ob das jetzt Ravioli sind, Tortellini sind, es ist im Allgemeinen eine Füllung, die in irgendeiner Form Minze enthält, zum Beispiel. Also das ist, wenn man das noch nie gegessen hat, normalerweise denkt man ja, Minze, das kommt vielleicht so in Süßspeisen vor, aber nein, hier wird dann zum Beispiel Frischkäse mit Minze gemischt und damit werden dann die Pasta gefüllt. Hochspannend, sehr interessant und wie ich finde auch total lecker. Cagliari ist eine Hafenstadt, hatten Sie erzählt, liegt am Meer. Gibt es denn da auch viel Fisch? Kann man dort gut Fisch essen? Ja, wenn Sie ein echt sardisches Restaurant aufsuchen, dann haben Sie auch die Chance, dass Sie vom ersten bis zum letzten Gang Fisch bekommen.
Okay, Ja. das war ja mal eine präzise Antwort. Und wenn ich kein richtig sardisches Restaurant aufsuche, dann gibt es auch Fleisch. Da gibt es da natürlich beides, Fisch und Fleisch. Ich meine, man hat ja immer die Möglichkeit, bevor man in ein Restaurant hineingeht, kann man ja auf die Speisekarte schauen. Und wenn einem gerade nicht nach Fisch ist, dann sucht man sich halt was anderes aus. Aber es gibt dort so viele typisch sardische Restaurants, wo es einfach nur schön ist, wo sie auch zuvorkommend bedient werden, wo sie beraten werden, wo man ihnen auch hilft. Ich habe zum Beispiel ein Restaurant erlebt, ich habe also draußen gesessen abends und an meinem Nachbartisch saß ein deutsches Ehepaar. Dann habe ich irgendwann gehört, wie die sich unterhalten haben, habe gedacht, okay, die kommen aus Deutschland. Und dann kam die Kellnerin von drinnen und hat dieses Ehepaar auf Deutsch bedient. Die hatten sich also vorher schon irgendwie wohl mit der Kellnerin unterhalten und dann stellte sich später raus, ich habe die Kellnerin dann auch gefragt, sie hat also in Deutschland studiert. Also es gibt sowas auch, dass sie dann, obwohl sie damit gar nicht rechnen, in einem ganz kleinen Restaurant jemanden treffen, der wirklich fließend Deutsch spricht. Frau Hesemeyer, Sie klingen richtig begeistert von Sardinien und von Cagliari. Also es macht richtig Freude, Ihnen zuzuhören, und irgendwie bin ich schon drauf und dran, in Zug zu springen und zu schauen, wie ich da hinkomme oder hinzufliegen. Was würde mich denn, wenn ich dorthin käme, als Aperitif oder als Wein erwarten? Wir haben zwei ganz, ganz wichtige Weinsorten auf Sardinien. Das eine ist der Vermentino, ein Weißwein. Eine Traube, die einen wirklich schön mineralischen Weißwein hervorbringt. Frisch, spritzig, also für die Sommertemperaturen genau richtig. Und als Rotwein haben wir zum einen die Canonau. Das ist ja so die bekannteste Rotweintraube von Sardinien. Macht richtig schwere Rotweine. Es gibt aber auch noch eine ganz alte sardische Traube, die jetzt auch seit einigen Jahren wieder kultiviert wird. Das ist die Monica di Sardegna. Ist nicht ganz so komplex, nicht ganz so voll wie jetzt der Canonau. Aber er gibt auch sehr, sehr schöne Rotweine. Gut, also würde ich Rotwein trinken, dann würde ich eher zum Canolau hin tendieren. Ich glaube, da hat man dann richtig was. So abends beim Herbst- oder Winterwetter am Kamin, das klingt auch irgendwie ganz nett. Das ist dann genau die richtige Wahl, jawohl. Gut, Frau Hesemeyer, das war unser kleiner kurzer Besuch in Cagliari. Hin mit dem Flugzeug, laufen durch die Altstadt Und und eins nicht vergessen, wenn man aus der Altstadt rauskommt, unbedingt einen Abstecher zum Hafen machen. Es ist, ja, da fahren natürlich ganz viele Schiffe und das weckt natürlich auch immer so ein bisschen Fernweh. Ich meine, wenn man jetzt als Tourist in Cagliari ist, dann hat man ja irgendwo sein Fernweh schon zufriedengestellt. Aber irgendwo, wenn man dann so am Hafen ist und das Treiben dort beobachtet, das hat einfach was. gut, also dann würde ich auch zum Hafen gehen und gucken, ob ich da ein Fischbrötchen bekomme. Alles klar, Frau Hesemeyer, dann danke ich Ihnen für heute und freue mich schon auf das nächste Mal. Ich Und mich ciao. auch. A presto, Ciao. ciao.